Ja, hallo, ich bin's mal wieder mit einem Rolf erklärt Video und heute habt ihr klare Sicht, ihr könnt mich gut sehen und das geht, weil hier in diesem Bus die Frontscheibe fehlt. Ja, Scherben bringen Glück, so sagt man manchmal, aber das gilt bei unserem Bus natürlich nicht und so ist er ein Fall für die Werkstatt geworden. Die Frontscheibe hatte einen Riss und musste erneuert werden. Ja, Frontscheiben, Seitenscheiben, all das wird heute beim Bus geklebt. Früher wurde das in Gummi eingefasst, saß in so Rahmen, aber schon seit den 80er Jahren klebt man im Allgemeinen diese Scheiben. Ja, und hier sehen wir, hier fehlt sie, hier muss sie erneuert werden. Die Kollegen haben schon alles für die Montage vorbereitet, das heißt, der Scheibenrahmen wurde einmal gereinigt. Es wurde hier auf dem Rahmen ein Haftprimer aufgetragen, der dafür sorgt, dass der Kleber nachher ordentlich haftet. Ja, und dann wird hier die Frontscheibe auch wieder eingebaut. Und das passiert folgendermaßen. Als erstes wird hier der Kleber aufgetragen. Dann kommt dieser Kran zum Einsatz. Das sind hier keine Lautsprecher, sondern das sind Saugnäpfe. Die Frontscheibe dieses Busses wiegt circa 40 Kilogramm. Das ist natürlich eine ganze Menge Gewicht und damit man das ordentlich und präzise führen kann, hat man dann diesen Kran zur Hilfe. Also der Kleber ist dann hier in die Kante eingefügt, die Scheibe wird angefahren und dann festgedrückt. So, wenn die Scheibe dann richtig sitzt, dann werden die Nähte am Ende nochmal versiegelt. Dann muss das Ganze ein bisschen trocknen. Ja, und dann kann der Bus wieder auf Knie gehen. Ganz einfach, oder? So ist das manchmal.